Hallo, mein Name ist Stefan Rading aus Kempten und ich betreibe hier ein Fotostudio mit dem Namen Fotokus Allgäu. Und neben den Fotoworkshops analog wie digital biete ich noch die professionelle Fotografie an. In diesem Film geht es jetzt speziell um eine Rarität, nämlich um diese alte Holzkamera aus ca. 1890. Eine Laufbodenkamera mit Planfilm im Format 13x18. Ich habe jetzt diese Kamera circa seit 2 Jahren und habe auch fotografiert damit. Und bisher war das eben so, dass ich eben diesen Verschluss, diesem Objektiv gehabt habe mit dem Originalverschluss und da war eben so ein Rollenverschluss drin. Ja. Und der ist einfach in die Jahre gekommen und beim letzten Shooting, letzte Woche, ist mir erstmal der Bändel kaputt gegangen und dann war ich beim befreundeten Uhrmacher. Bei dem war ich schon vor 2 Jahren mal, habe es mal aufgemacht und haben wir das nämlich alles ölen müssen, weil es ein bisschen gestaubt hat. Und jetzt haben wir einfach festgestellt, dass da drin einfach ja, das Material so porös ist. Und dann ist uns der Verschluss hier, also dieses Band gerissen, das ist total porös und da geht gar nichts mehr. Schade drum. Drum war dann die Kamera nicht mehr funktionstüchtig. Und wir haben dann überlegt, was man machen kann. Und bin dann auf die Idee gekommen, dass ich ja noch so ein schönes älteres Objektiv habe, so ein Schneider-Kreuznach-Objektiv. Das ist ja Blende 5,6 bis 45 hat die und das von einer Sekunde bis 500stel Sekunde. 180 mm und hat eine Time-Funktion, also wo man auch Langzeit belichten kann. Da habe ich mir dann einen Kopf gemacht, wie ich denn das Ganze mache, um das Ganze irgendwie da reinzukriegen, weil man muss ja auch das Objektiv reinkriegen, das Ganze aufmachen. Und das war dann schon spektakulär, weil, wenn man sich das Ganze mal anschaut, ist eben hier diese Frontplatte, wo das Objektiv dann drauf ist, ja, muss das Ganze ja natürlich dann plan sein, das darf nicht nach hinten reinstehen. Ja. Muss ich natürlich dann schieben lassen. Das war dann schon ein bisschen ja, ein Kopfsport. Wie ich es geschafft habe, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, es funktioniert. Und sagen wir mal, Schreiner und Feinmechaniker hätten mich aus der Werkstatt geschmissen, wenn sie das gesehen hätten, was ich da gemacht habe. Dann die Platte auffeilen müssen, dass man das einfach auch reinschrauben kann. Und jetzt funktioniert es. Wunderbar. Und in diesem Film machen wir jetzt eins. Und zwar, ich mache jetzt eine Funktionskontrolle mit dieser Kamera. Und zwar werde ich einmal, also erst einmal die Dichtigkeit überprüfen. Das heißt, der Balken wird komplett ausgefahren. Es kommt eine Kassette hinten rein. Verschluss ist zu und ich werde hier mal Fotopapier reinlegen und circa 3 Minuten mit Licht bescheinen, also der Kamera Licht aussetzen und mal zum Gucken, ob die Kamera dicht ist, ob der Verschluss, ob dieses ganze geklebte und verschraubte Zeug, was ich da gemacht habe, eigentlich in Ordnung ist. Ja. Und wenn das dann auch wirklich gut ist, dann werde ich mir mal noch andere Schrauben besorgen und das Ganze noch hier auch mit Messinghaken und Winkel versehen, sodass es auch ausschaut wie original. Genau. Und wenn das dann okay ist, dann werde ich hergehen und Fotos machen mit diesen Kassetten. Dann würde ich so direkt Positivpapier nehmen und ein normales Fotopapier, um einfach mal zu gucken, wie ist die Belichtung, wie ist die Schärfe, passt das alles. Genau. Und das machen wir jetzt in diesem Film. Bis gleich. Macht's. Gut. Und was ich jetzt hier eben mache, komplett ausgezogen, ja, der Verschluss ist zu. Und jetzt muss ich im Endeffekt hier aufmachen. Dann werde ich hier Fotopapier reinlegen, 2 Streifen. Danach kommt die Kassette rein. Und die Kassette wird dann auch noch geöffnet, weil einfach hier auch dieser ganze Lichtschlitz und hier diese ganzen Kanten da oben, die zählen alle dazu. Ja? So viele bewegliche Teile. Und dann lasse ich das einfach mal 3 Minuten stehen. Und danach wird das Papier entwickelt. Und dann gucken wir mal, wenn es weiß ist, ist die Kamera lichtdicht.
Wenn es einen Grauschleier hat oder komplett schwarz wird, dann muss ich mal gucken, wo eigentlich hier ein Loch ist. Ja, um das geht's. Das muss man bei jeder alten Kamera eigentlich machen, weil sonst weiß ich gar nicht, wo der Fehler herkommt, ja, wenn einer da ist. Okay, das Ganze mache ich natürlich unter Dunkelheiten mit Dunkelkammerbeleuchtung, Rotlicht. Und das Ganze filme ich aber mit einer Infrarotkamera. Das funktioniert hervorragend, so dass man das auch sehen kann, was man hier tut. Zwei Stückchen. So. Und dieses Papier mit der glänzenden Seite nach oben kommt jetzt hier rein. Da muss man aufpassen. Diese Verschlüsse hier sind so scharf, dass man sich hier nicht verletzt. So, dann kommt eine Kassette rein. Die ist drin. Schiebe hoch. Verschluss ist zu. Okay. Jetzt wird das Ganze mal für circa 3 Minuten mit Lichtschienen richtig an die ganzen Kanten hin. Ob der ganze Verschluss, die ganze Mechanik, was ich da eingebaut habe, auch wirklich lichtdicht ist. Ja, von unten überall rein. Nur dann kann man wissen, ob die Kamera wirklich gut arbeitet. So. Ja. Sogar 3 Minuten. Danach melde ich mich wieder. Dann kommt das Papier raus. Und wir entwickeln das kurz. Dann schauen wir mal, was rauskommt. So, das waren jetzt ungefähr 8 Minuten. Da werden wir ganze Chemie noch kurz hergerichtet. Und jetzt wird das Raumlicht wieder ausgemacht und ist nur noch Dunkelkammerbeleuchtung. Okay. Schiebe rein. Kassette raus. Das ist alles aber recht finster. Und jetzt mal wieder aufpassen, dass ich mich nicht verletze. Einmal. Da ist so eine scharfe Kante da drin von dem Verschluss. Das sind jetzt die 2 Fotopapiere. Eins kommt jetzt gleich in den Entwickler und das andere tue ich nochmal kurz am Vergrößerer so belichten, dass ich eine Kante habe, ja, eine Lichtkante. Jetzt rausnehmen, wer schon gespitzelt hat. Sieht man eben hier, das Papier ist weiß, ist wirklich das Originalpapier. Das habe ich nochmal nachbelichtet. 10 Sekunden, da habe ich meinen Finger draufgelegt. Das bedeutet, weißes Papier schaut gut aus. Man kann sich auch über weiße Papiere freuen. Ja. Gut, das heißt, Kamera ist einsatzklar. Balken ist dicht, Verschluss ist dicht. Die ganze Kleberei, dieser ganze Pfusch, was ich da gemacht habe, funktioniert. Toll. Nächster Schritt, Beladen der Fotokassetten. Mit Direktpositivpapier und einem normalen Fotopapier. Gut. Ich habe jetzt alles vorbereitet. Meine Box mit dem Fotopapier, Schere, Lichtschalter und dann brauche ich diese Glasplatten noch. Okay, Box auf. Das sind erstmal das normale Fotopapier. Jetzt habe ich hier Kassette 1 und 2, 3 und 4. Also Bild 1, Bild 2, Bild 3, Bild 4. Und hier mache ich mir jetzt als erstes mal, wo ist die glänzende Seite? Ja. Kurz 2 Schnitte rein für Bild Nummer 2. Damit ich das hinterher weiß. Ja, damit ich mir die ganzen Einstellungen auch machen kann. So. Bild kommt rein. Und nachdem diese Kassetten eigentlich für Glasplatten negative vorgesehen sind, muss man immer noch diese
Platte hinten reinmachen. Ansonsten wird diese Feder hier einfach dieses Negativ nach vorne drücken. Und dann kriegt man ein Problem mit der Negativ. Das kann unscharf werden. Und